Ich glaube, am schlimmsten ist es für Zelda. Da müssen wir mal gucken, wie wir das morgen machen. Absolutes Chaos im Büro. Keine Ahnung, wie wir das alles unterkriegen wollen. Ja, fein. Klasse. So, hier wird fleißig gebaut. Das hier sind unsere Balkondielen. Hallo und herzlich willkommen noch einmal aus unserer alten Wohnung und zu diesem neuen Vlog. Ich stehe noch vor unserem Kistenberg. Heute ist Dienstag und das ist unsere Umzugswoche. Morgen geht's los. Heute wird nochmal gepackt. Und heute hat sich spontan auch nochmal die Hebamme angemeldet, weil wir nochmal so ein bisschen eine Beratung zur Beikost haben wollen, weil das Thema geht ja dann auch bald los. Wir wollen zwar warten ungefähr, bis sie ein halbes Jahr ist, was jetzt aber auch nicht mehr so lange hin ist. Genau, aber ja, da wollten wir einfach nochmal einen Termin mit unserer Hebamme. Außerdem sind wir ja dann ein Stück weg und ja, einfach nochmal so einen Abschlusstermin. Und das hat jetzt nochmal ganz spontan geklappt. Und deswegen machen wir das heute noch. Und dann, was steht heute noch an? Nochmal in die neue Wohnung fahren, nochmal streichen. Die Wandfarbe sieht ja noch nicht so gut aus, das hatte ich euch ja letzte Woche schon gesagt. Und dann müssen wir gucken, mein Freund will nochmal in den Baumarkt und gleich gucken, weil wir eventuell am Wochenende gleich unsere Balkondielen verlegen. Wir wollen vielleicht Balkondielen machen, wenn es den finanziellen Rahmen nicht total sprengt, aber es wird so oder so teuer bei dem Holzpreis aktuell. Und ja, dann weiter packen und eventuell nochmal essen, weil die Eltern von meinem Freund sind wieder da und helfen uns ganz sehr und dann kriegen die quasi noch ein Dankeschön in Form eines Essens und wir können ja dann sowieso nicht mehr viel kochen. Ich sag euch auf jeden Fall, so diesen Endteil des Umzugs in der alten Wohnung, den hasse ich immer wie die Pest. Weil alles steht rum, es sieht furchtbar aus, man kann sich überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Das geht immer so ein bisschen an meine Nerven, gehört aber dazu. Aber ich merke das dann immer irgendwie, dass das schon auf meine Stimmung schlägt, wenn das dann überall so schrecklich aussieht. Aber ja, es nützt ja nun mal nichts. Und ich hoffe, dass die Tiere den Umzug gut verkraften. Es ist ja nun wirklich sehr viel los in letzter Zeit. Kann ich dir mal zeigen, Janila, das Schild hier hinten. Kommt gleich der Staubsauger. Janila chillert, die Abby auch da drüben. Ich glaube, am schlimmsten ist es für Zelda. Da müssen wir mal gucken, wie wir das morgen machen. Ich werde wahrscheinlich als erstes in die neue Wohnung fahren, separat mit allen Tieren, dass die diesen ganzen Umzugstrubel gar nicht so mitbekommt, zumindest in der alten Wohnung. Und ja, Zelda bekommt dann quasi ihr Kämmerchen, wo sie sich aufhalten kann und sich ein bisschen verstecken kann, weil das wird sicherlich anstrengend für die Tierchen. Ich denke, die Hunde stecken das besser weg. Janila hat immer noch ihren Verband dran, weil sie immer noch an die Zitze geht, wenn er nicht dran ist. Aber ja, es ist, wie es ist. Ne? Aber sonst geht's ihr gut. Und ich mache dann die Tage auf jeden Fall gleich noch einen Termin für den neuen Tierarzt. Ne? Dass dann mal ordentlich abgecheckt wird, ne? Mein Spätzchen. Ach so, nicht wundern, dass sie angebunden ist. Die Hebamme kommt ja gleich. Und das mache ich tatsächlich bei Besuch gerne mal. Dass Anila, weil sie ja immer so ein Problem hat und extrem hochdreht, dass ich ihr da quasi gleich schon ihren Raum zuweise, dass sie auf ihrer Decke bleiben kann, soll. Weil das Problem ist nämlich, wenn ich das nicht mache und ich mich auf den Besuch konzentriere, steht sie 5000 Mal auf und das möchte ich nicht. So, ich bin jetzt doch nicht mit in die neue Wohnung. Ich wollte euch eigentlich gerade mal zeigen, die Katze, die geht hier in sämtliche leeren Kisten, die rumstehen. Die muss immer in irgendwas reinspringen. Ich war jetzt doch nicht mit in der neuen Wohnung. Ich bin hier geblieben und habe mich um das Kind gekümmert, dass die Mittagsschlaf machen kann. Ja, du, ne? Du kleine Süße. Ja, hast du deinen Ball? Halt mal fest. Damit sie Mittagsschlaf machen kann. Wenn so viel Trubel ist, dann macht sie das immer nicht ordentlich, was dann auch meistens zu Kosten der Laune geht. Und wir waren spazieren und danach, also sie hat jetzt einfach so 3 Stunden mindestens geschlafen, wenn nicht sogar länger. Ich weiß jetzt nicht genau, wann wir vorhin mit dem Kinderwagen los sind.
Und dann habe ich sie zu Hause nochmal auf die Couch gelegt, nochmal gestillt und da hat sie dann gleich weitergepennt. Und jetzt müsste sie eigentlich für den Rest des Tages gute Laune haben, nicht wahr? Hä? Ja, ne, Grinsen kennst du. Okay, genug der Babysprache. Ich werde die Gunst der Stunde nutzen, dass sie jetzt so gute Laune hat und in ihrem Nestchen liegt und werde das Bad ein bisschen ausräumen. Weil da haben wir noch was drin. Und die Pflanzen haben wir heute schon rüber geschafft, oder beziehungsweise Christians Eltern. Und jo. Jetzt geht's langsam in die Vollen. Eine hübsche Maus. Du bist so hübsch. Du hast so was Schönes an. Ne? Hat dir das die Oma geschenkt? Ja. Ja. Na, da geht's mal los. Wenn noch was Gescheites ist. Wenn noch, ich kann dir die Männersache erzählen. Kalzone. Wir sind jetzt hier an den letzten Zügen. Anila, rein mit dir. Heute ist Mittwoch. Und ich und die Anila und das Babys machen gleich los und fahren mit der Bahn zur neuen Wohnung. Und die Mama von meinem Freund kommt quasi mit Abby, Zelda und Kühlschrank Gelumbig mit dem Auto hinterher. Ja. Und das Kind ist natürlich wieder während des Trubels hier eingeschlafen beim Stillen. Und jetzt habe ich sie in den Kinderwagen gelegt und sie schläft einfach weiter. Relativ untypisch, aber gut. Ja, wie spät ist es? Wir müssen gleich. Küche, ne? Hallo Abby. Geht's ihm dir gut nach dem Autofahren? Ach, guck mal, Zelda, ein schöner Balkon, den wirst du lieben, hä? Guck dich nochmal um. Katze, du musst nie als erstes hier auf der Küche hoch, oder? Zelda sucht sich einen Versteckplatz. Ich mal erstmal um. Na, guck mal. Na, fein. Alles gut, Zelda. Gut, mach ich erst weiter zu. So, aktueller Stand. Chaos. Chaos, Chaos, Chaos. Anila, geh mal auf deinen Platz. Leg dich hin. Die Hunde hier, die Abby, die steht gar nicht mehr auf. So, Knülle, wir waren schon vorhin. Nila, leg dich mal hin. Wir waren vorhin schon was einkaufen und noch eine Runde spazieren. Und jetzt noch der ganze Trubel, die sind eigentlich komplett durch. Und Zelda hat hier ihren Platz. Habe ich extra so eine Kiste hingestellt, dass sie hier rein kann. Da hat sie hier Ruhe und kann sich verstecken und die Tür ist hier immer zu. Naja, wir haben noch hier viel, viel, viel zu tun. So, wir haben es geschafft. Die Umzugsleute sind durch und weg. Es ist jetzt 18 Uhr, glaube ich. Ich zeige euch mal noch das Chaos. Oh mein Gott, wir haben noch so viel zu tun. Aber so ist es halt mit Umzug, ne? Ich denke, jeder weiß es. So, die Wohnstube. Jetzt kommt. Ah, ja. Ist immer noch nur der Herr im Haus. Der Einzige. Also, hier ist, ja, unser Wohnzimmer. Anila, du hast den vor 2 Sekunden erst gesehen, weißt du das? Nee, ne? Anila, Anila, hör doch mal auf. Immer anzubellen. Geh auf deinen Platz. Ei, genau. Lege dich hin. Schluss jetzt. Genau, also Couch. Couchtisch. Wir kriegen noch eine neue Couch. Die ist um Vielfaches größer. Da müssen wir mal gucken, wie das dann wird. Ob wir uns das gut überlegt haben. Hier der Tisch, also alles noch irgendwie
unordentlich. Ja, Absteckkammer. Wundervoll. Ah, ich muss mich ja langmobeln. Bebsel, hä? Was macht man? Das ist unsere Küche. Da stehen noch die ganzen Pflanzen im Weg. Hier haben wir dann noch ein bisschen Platz. Da müssen wir mal gucken, was da hinkommt. Am schönsten sieht eigentlich das Schlafzimmer aus. Das sieht schon fertig aus. Dann hier absolutes Chaos im Büro. Keine Ahnung, wie wir das alles unterkriegen wollen. Dann geht's weiter. Chaos im Kinderzimmer. Keine Ahnung, wie wir das alles unterkriegen wollen, obwohl das alles Schlafzimmer ist. Das kommt also alles raus. Ja! Und hier haben wir unser Schlafzimmer. Das ist der Raum, der bisher am besten aussieht. Wir haben, genau, gestrichen wurde nochmal. Jetzt sieht's auch richtig schön aus mit dem Bett. Und die Pflanze kommt noch auf den Balkon, dass die mal ein bisschen abgestaubt wird. Genau. Ja! Ach, jetzt kommt noch das Kinderbett. Dann hier, Badezimmer, brauchen wir noch komplett neue Möbel. Das Ding hat leider nicht ins kleine Badezimmer mitgepasst. Hier sind unsere Balkondielen, weil wir den Balkon ja noch fresh machen wollen. Ja, und ganz viel Chaos. Hier ist eine K.O.E. Cat, aber jetzt hast du dich langsam beruhigt, ne? Jetzt bist du schon wieder ein bisschen du selbst, ne? Guckst dich ein bisschen um. Genau. Und dann haben wir hier ein Badezimmer. Dieses Ding werden wir auch nicht unter das Waschbecken bekommen, weil das so einen ganz dicken Rahmen hat. Aber ja, unsere Waschmaschine im Bad, das ist auch super, dass wir die nicht mehr in der Küche haben. Genau. Die nächsten Tage werden natürlich lustig. Da müssen wir dann noch alles aufräumen und auspacken. Und ja, also ich werde wahrscheinlich erst euch nochmal die komplette Wohnung zeigen, wenn dann alles da ist, weil wir bekommen ja, wie gesagt, noch eine neue Couch und ein neues Bett. Und wenn dann auch endlich alles ausgepackt ist, dann seht ihr da einfach, denke ich, machen wir zum Schluss dann nochmal eine Roomtour, wie es fertig ist, wenn ihr das möchtet. Aber ich freue mich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, drei Kreuze. Ne, Sunshine? Oh, du bist so süß. Lila, komm mal zu mir. Klasse, hier. Bist du ins Wasser? Komm hier, Baby. Großes, du musst aufpassen. Ja, fein. Klasse. Bleib hier. Baby, komm mal schnell. Wir sind auf unserer ersten Hunderunde aus der neuen Wohnung aus. Heute ist Donnerstag und wir gehen spazieren an den Kiesgruben. Und ja, die haben eigentlich nicht so einen guten Ruf, was Müll und so weiter angeht, aber es sieht eigentlich noch gut aus. Aber es ist auch noch nicht Badesaison, obwohl hier Baden verboten ist, scherze ich da natürlich nur mal drum. Die ganzen Rentner sind jetzt alle schon nackt baden. Ja, aber ich bin sehr gespannt, wie das hier wird. Was natürlich spannend ist, wir laufen ja die ganze Zeit auf schmalen Pfaden. Hundebegegnung ist natürlich hier nicht so geil, weil es natürlich super schmale Pfade sind und man sich ja schwer aus dem Weg gehen kann. Aber wir werden mal sehen, wie das wird. Wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten zum Spazierengehen. Aber ich zeige euch erstmal so ein bisschen die Gegend. Stopp, Nila hier. Fuß. Komm hier. Das ist ein Hund. Basse. Riemen. Kommt noch jemand? Nee. Alles klar, gut.
So, hallo, hallo. Ich grüße euch mal wieder. Heute ist Sonntag, also letzter Tag der Woche. Ich habe die letzten Tage irgendwie keine Zeit gehabt zu filmen. Aber ich kann berichten. Gestern und heute waren die Männer fleißig. Mein Papa ist da. Und die bauen nämlich die Balkondielen. Und dabei haben wir auch fleißig ausgeräumt. Das sind aber immer noch nicht fertig. Ich kann euch mal zeigen. Genau, also hier haben wir den ersten Stapel ausgeräumter Kisten. Der andere Stapel ist im Kinderzimmer. So. Da, also wir waren schon fleißig, aber es sieht irgendwie immer noch gefühlt aus wie Sau. Das dauert auch noch ein bisschen. Und da zeige ich euch gleich mal, wie es auf dem Balkon aussieht. Und falls ihr euch wundert, dass ihr das Kind nicht seht, die ist heute das erste Mal in der Trage auf dem Rücken und pennt natürlich. Aber so kann ich halt viel besser was machen. Also ich konnte jetzt schon abwaschen und Wäsche aufhängen und Kisten ausräumen und das alles mit dem Kind auf dem Rücken. Und wartet. Da, die pennt halt einfach. Die kleine Süße. Genau. Und ja, jetzt dachte ich, ich dokumentiere mal noch die Balkondielen. So, hier wird fleißig gebaut. Das hier sind unsere Balkondielen. Die sind alle schon abgeschliffen. Das ist Douglasienholz. Oh, man kann das super sehen in der Kamera. Es ist überhaupt nie überbelichtet. Naja, du bist schon. Die Anila, die checkt hier, ob alles in Ordnung ist und tut sich ein bisschen sonnen, ne? Und da hinten wird fleißig verlegt. Anila, du zerstörst hier alles. Bleib mal hier. Sieht sehr gut aus. Wunderschön. Ach, das wird fein aussehen. Viel besser als dieses Beton, ne? Das wird fein. Viel Arbeit. Aber hier alle entspannt. Mitten im Baulärm. Vor allem die Katze, die hat sich auf Abbys kleines Ding reingequetscht. Sehr niedlich. Ihr seid ganz schön niedlich. Och, die Abby ist auch ganz schön niedlich. So, jetzt ist zwar schon der nächste Tag, aber ich zeige euch noch schnell das Ergebnis. Das habe ich gestern Abend nicht mal geschafft. Ja, unsere Balkondielen sind nämlich fertig. So, da sind sie. Also es ist noch nicht ganz, ganz fertig. Aber müssen sie noch abgesaugt werden. Hier so ein bisschen Bohrreste überall. Und die müssen noch geölt werden. Aber es sieht auf jeden Fall mega, mega schön aus. Haben die Jungs richtig, richtig klasse gemacht. Und ja, sehr schön. Viel schöner als vorher. Ich freue mich. Und die Hunde auch. So, schnell wieder rein. Es ist kalt heute. So, und damit sind wir fertig für diese Woche. Ich bin sozusagen fertig mit euch. Oh. Und ja, ansonsten nächste Woche gehen wir noch nicht zum Tierarzt. Das wird ein bisschen knapp, weil wir müssen ja noch die Wohnung übergeben. Aber ich habe einen Termin für übernächste Woche. Da gibt es dann auch endlich Neuigkeiten zu Anila. Da werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und bin selber sehr gespannt, was da rauskommt. Aber sonst, ihr geht's eigentlich gut. Soweit. Ist munter wie eh und je. Naja, ihr seht's ja in den Videos. Auf jeden Fall war's das jetzt eigentlich soweit, denke ich. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Vlog wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.